Grüezi und hallo miteinander. Wir sind die Familie Gattani, Sonja mit unseren Dalmis Cora, Merlin und Monröli und ich bin der Albert. Wir sind in Luzern und es ist der 1. Januar 2022. Der Jahresanfang beginnt, wie der letzte aufgehört hat, mit viel Sonnenschein. Wir genießen die Tage mit Sonjas Mami. Sehr oft laufen wir durch den Wald bei der Autobahnraststätte Neuenkirch. Immer wieder bewundernswert, wie Sonjas Mami mit fast 90 Jahren uns auf dieser Tour begleitet. Eine Stunde sind wir unterwegs. Chapeau, das müssen wir erst einmal schaffen in diesem Alter. Mit unserer Königin werden wir schon bald unsere Reisetätigkeit wieder aufnehmen. Während sich die Stadt Luzern auf die Fasnacht vorbereitet, der Bahnhof wird schon mal von den Gucken geschmückt. Und ich bereite unser Reisemobil für die Weiterfahrt vor. Ich will die Scharniere des Backofens ersetzen. Die sind ausgeschlagen, die Klappe fällt immer runter. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin gescheitert. Den Backofen konnte ich nicht ausbauen. Laut Facebook-Info muss die ganze Kombination raus. Also Backofen und Kühlschrank mit dem Gefrierfach. Ich bin kein Spezialist und getraue mich nicht, das selber zu machen. Zumal da auch noch Gasleitungen verlegt sind. Also wieder zusammenbauen, das ist eine Arbeit für die Profis. Ein letztes Highlight, das wir erleben durften, war Lilou, das Lichtfestival in der Leuchtenstadt. An verschiedenen Standorten werden faszinierende Bilder an Gebäudewände projiziert und die Stadt leuchtet. Und dann war es soweit. Ein letztes Mal mit den Dalmis durch den Wald. Und wie kommen die zurück? Von oben bis unten schmutzig. Zum Glück haben wir eine Außendusche. Alles sauber eingepackt, starten wir mit meinem Stern von Luzern am 15. Januar 2022 in Richtung Norden. Richtung Norden? Im Filmtitel steht Luzern nach Frankreich und jetzt beginnt der Film mit einer Fahrt in den Norden. Ja, das ist korrekt so. Bevor es an die Wärme geht, haben wir noch einen Termin im Concorde-Werk. Nach dem Nebel kommt die langersehnte Sonne. Ach ja, und Futter für die Hunde müssen wir auch noch laden. Dazu aber später mehr. Das Zollamt Bargen konnten wir passieren, ohne nach Covid-19 kontrolliert zu werden. Auf deutschem Boden kam zu Sonnen noch der Schnee dazu. Ist das herrlich, durch diese Landschaft zu reisen. Bis wir in Donaueschingen ankommen, blieb uns das schöne Wetter erhalten. Auch die Schlittschuhläufer auf dem gefrorenen Teich neben dem Stellplatz im Haberfeld konnten noch von der Sonne profitieren. Für uns reichten die Strahlen noch, bis sie weggingen, um zur Donauquelle zu laufen. Vorbei an der Pferdekoppel und den Wildgänsen sind wir am nächsten Morgen zum wirklichen Ursprung der Donau gelaufen. Dorthin, wo die Brigach und die Breg zusammenfließen und zur Donau werden. Danach fließt sie durch 10 Länder, so viele wie kein anderer Fluss auf der Erde. Anders als allgemein üblich beginnt die amtliche Längenmessung der Donau nicht an der Quelle, sondern im rumänischen Sulina. Die Messung endet mit Kilometer 2779 am Zusammenschluss von Brigach und Breg. Nach dem Mittag verlassen wir Donaueschingen. Gemütlich sind wir über die A81 bis nach Benningen am Neckar gefahren, zum Stellplatz Gemeindehalle. Die Eisenbahn im Rücken hat überhaupt nicht gestört. Kaum ein Zug war richtig laut. Von unserem Standort mussten wir runterlaufen bis an den Neckar. Nicht wie die Steinböcke klettern, nein, ein schöner Weg führt uns runter. Unten angekommen fanden wir einen Weg am Neckar entlang in die Stadt, zur römischen Überflussgöttin. So auf die Schnelle fanden wir sonst keine weiteren Sehenswürdigkeiten.
Nach einer Nacht verlassen wir bei schönstem Wetter den Ort wieder. Die Zufahrt wie die Wegfahrt führt durch ein Wohn- und Gewerbequartier. Beim nächsten Stopp in Markt Einesheim musste ich wirklich hart arbeiten. 14 Säcke Hundefutter mit einem Gewicht von 210 Kilo mussten verladen und verstaut werden. Nach getaner Arbeit machten wir uns auf den Weg ins Concorde-Werk in Aschbach. Gut zu sehen das neue Gelände für die Chassisproduktion auf der linken Seite, wo die neue Halle hingestellt wird. Neben einem bisschen Schnee kriegten wir hier im Werk einen guten Reparaturservice. Das Warten in der Service Lounge hat sich gelohnt. Nach einem Tag, kurz vor 17 Uhr, ist alles zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Und dann war noch die Geschichte mit Markus Löhrer. Der Name, der hinter dem Logo Womoclick steckt. Womoclick ist sehr aktiv für uns Reisende und Camper unterwegs. Seine Stellplatzberichte und Interviews sind sehr gefragt, was seine Followers beweisen auf den Instagram- und Facebook-Kanälen. Auch seine Homepage ist sehr begehrt, dort findet man auch vieles anderes rund um das Wohn- oder Reisemobil. Wir hatten Zeit für ein kurzes Gespräch auf dem Stellplatz. Dabei überreichte Markus mir einige seiner Magazine. Die darf ich mitnehmen nach Spanien und interessierten Womoclick-Fans verteilen. Nun wird es aber definitiv Zeit, sich aufzumachen und dem Süden entgegenzufahren. Die erste Etappe war sehr unterschiedlich. Es fing an zu schneien, dann kam wieder die Sonne und später wieder Schneeflocken. Und der Verkehr? Mal lief es sehr zügig und mal wieder nicht. Im zähflüssigen oder hektischen Verkehr sind wir mitgeschwommen. Bei Dunkelheit erreichten wir den Stellplatz in Bruchsal. Dieser ist aber für unser Reisemobil zu klein. Vorne wie hinten wäre unser Mobil auf der Straße gestanden. Wir fanden in der Nähe eine andere Ecke, wo wir uns hinstellen konnten. Am nächsten Morgen, wieder bei schönstem Wetter, konnten wir gemütlich über die A5 fahren, ohne dass etwas Spezielles passierte. Gut, speziell war vielleicht der Reisemobilkumpel, der etwas schneller unterwegs ist. Will der vielleicht auch in den Süden? Der nächste Stopp gab es in Breisach am Rhein. Noch etwas spazieren am Fluss entlang. Und dann diesen hässlichen Kleber wieder montieren für Frankreich. Heute ist der 22. Januar, wir verlassen Breisach und nun geht es nach Frankreich. Noch schnell tanken und dann, schnell tanken? Die Tanke auf dem Rastplatz Rosi im Dreiländereck Schweiz, Frankreich, Deutschland ist blockiert. Viele Lkw-Fahrer wollen für das Wochenende einen Parkplatz ergattern. Jedoch der Autohof ist rappelvoll. Sie stehen bis an die Tanksäule und blockieren dem Tankwart das Geschäft. Irgendwann schafften wir es doch noch, den Sprit zu bekommen und konnten die Reise fortsetzen. Kurz vor der Schweizer Grenze sind wir abgefahren auf die französische Autobahn A36. Das heutige Ziel erreichen wir in Montbéliard auf dem Stellplatz am Hafen. Auf dem Weg ins Zentrum wurde es plötzlich laut. Eine Hochzeitsgesellschaft macht lautstark auf sich aufmerksam. Im weißen Flitzer sitzt das Brautpaar und hinten die tosende Meute.
Die gingen feiern und wir drehten noch eine Runde um den Park beim Stellplatz. Bevor wir am nächsten Morgen unseren Übernachtungsplatz verlassen, schlendern wir durch einen weiteren Park ganz in der Nähe. Parc Presse-la-Rose, eine sehr schön angelegte Anlage, um sich zu erholen, wenn da nicht diese überdimensionalen Viecher rumkriechen würden. Wir wurden nicht gefressen und so konnten wir die Reise fortsetzen, erst auf der D125 am Rhein-Rhone-Kanal, wo sich dann später die Doubs auch noch anschloss und durch die Landschaft sich schlängelt. Und dann auf der D683 durch kleine Dörfer. Weiter durch schöne Landschaften, begleitet vom Fluss. Die D683 führt uns nach Besançon. Hier folgt man am besten der Umfahrung Richtung Lons-les-Saunier. Bis man auf die N57 und später auf die N83 trifft. Wir sind dann weiter bis nach Poligny. Dort ist ein Parkplatz, auf der linken Seite, da wo der LKW steht. Der Platz ist in den gängigen Apps gelistet als Stellplatz. Der hat uns nicht gefallen, wir fuhren deshalb weiter. In Domblon fanden wir unseren Schlafplatz für diese Nacht. Geboten wird hier nichts. Die Entsorgung funktionierte, Wassertanken aber nicht. Zum Spazieren oder Entdecken fanden wir auch nichts. So sind wir am Morgen weitergezogen. Die D1083 führt uns weiter in den Süden. Durch Ortschaften wirst du immer wieder gebremst. Die Verkehrsberuhigung funktioniert. Beim Vogelpark in Villars-les-Dompes legen wir eine kurze Pause ein. Dieser Platz wird von Reisenden oft genutzt, um zu übernachten. Für uns ist es zu früh zum Bleiben. Unfallfrei sind wir an unserem Schlafplatz in Saint-Chamond angekommen. Unfallfrei deshalb, weil es auf der Umfahrung von Lyon sehr hektisch war. Drängler schießen links und rechts an einem vorbei. Nun machen wir Feierabend auf dem Parkplatz von Leclerc. Es ist der 25. Januar 2022. Ganz zum Schluss, wie immer, die Karte unserer Route vom 1. bis am 25. Januar. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.